So, jetzt sind wir in Ponte Tresa oder Ponte Tresa angekommen. Das ist das allerletzte Dorf in der Schweiz. Ich bin ein bisschen nervös, jetzt auf Italien und dann bin ich 3-4 Monate in Italien. Aber da ist anders, hört sich mega und ich muss mich jetzt ein bisschen darauf einstellen. Neue Apps zum Wandern suchen. Swiss Topo Apps war so cool gewesen, jetzt brauche ich etwas Besseres oder etwas anderes für Italien. So, wir sind immer noch in der Schweiz. Wir trinken noch einen Kaffee, dass ich noch ein paar Franken Münzpatzen ausgeben kann, dass wir das Gewicht nicht mehr mitnehmen. Dann gibt es ein riesiges Trinkgeld für die Netzbedienung und dann geht es ab da über die Grenze.